So, jetzt benutzen wir das. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist natürlich. Schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Hast du mich beim ersten Mal nicht verstanden, oder was? Los, setz dich da hin. Ey, setz dich hin. Rüber da. Alles klar, ja, ganz ruhig. Okay, auf, ich sitz schon. Ja, ich sitz ja schon. Mann, ich hab weder Zeit für dich noch für die Alte. Nein, du musst dich abregen. Scheiß auf die Bitch und auf dich auch. Mann, fick dich. Ach, fick dich. Fick dich. Deswegen läuft nichts bei dir. Unglaublich. Ah, eindringen, okay. Hey, was geht mit dir, du Schwuchtel? Und was ist mit dir? Du bist genauso ein Schwuchtel. Naja. So, eindringen. Oh, fuck. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Fuck, wie weit geht denn das? Okay. Fuck. Huh, rechtzeitig. Er ist an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht da reinzukommen. Nee, nicht unbedingt. Da hat mir auch wieder ein Bankkonto gehackt. 47 Simoleon. Dollar. Das ist der Zweck, oder? Das sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Ob sie programmieren können, klar. Ihre Arbeit gesehen, solide. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zweck ist Kinderkram. Ich bin nicht zukommen. Okay, den Aufzug müssen wir jetzt holen. Und ich wette mal, dass da drin auch eine Kamera ist. So, dauert ein bisschen. Bis der da ist, natürlich, habe ich mir gedacht. Ich gebe nichts zu. Ein Lift, der alleine fährt. Geil. So. Okay. Systemschlüssel, aber ich bin schon voll, scheiße. Okay. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Zumindest sie... Ah, warte, Moment. Wir folgen einfach den Typen. Ja, natürlich. Oh, okay, jetzt bin ich schon hier. Ah. Ja, super. Das hat jetzt echt viel gebracht. Spielautomaten, wie geil. Alter, ist ja unfassbar. Was hier alles... Wie lange es jetzt eigentlich dauert, bis wir jetzt endlich einmal drüben sind. Sammelt Baseballkarten. Hacken. Wir verstehen ihre Zurückhaltung, aber ihre Daten bringen Blumen zur Strecke. Das könnte uns beiden nützen. Uns ist egal, wenn die Stadt... Wem die Stadt gehört, das entscheiden Sie. Wir wollen nur das CTOS ausschalten. Okay. Immer schneller als jedes Gesetz. Die Iraq sagt, immer anpassen. Das ist der Schlüssel. Hier können wir keinen mehr hacken. Okay. Dann geht's hier rauf, nächsten Stock. Einiges von den Wegen.
Okay, hier können wir auch wieder was hacken. Wenn ich diese Blumendaten hätte, wie ihr glaubt, wäre ich sehr vorsichtig damit. Sind schon Leute für weniger gestorben. Ihr haltet besser den Mund, bevor es Tote gibt. Wenn ihr noch einmal damit anfangt, schicke ich euch ein paar Jungs rüber. Verstanden? Oh. Okay. Deine Nachrichten, Messages. Das ist so wie... Das ist so wie ein Labyrinth hier. Aber ein cooles Rätsel, ganze Zeit mit Kameras und so. Man muss einfach nur schlau sein und die Wege finden. So, in den nächsten reinhacken. So. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Besser wissen. Wirf mir die Konkurrenz vor mal. Warte, man weiß, was ich weiß. Kann man nicht. Schützt man sich mit ihrer eigenen Hand. Mein Traum ist halt. Geschützt durch allerneueste Sicherheit. Das Bad vom großen Fliegensteuerzahler aus Chicago. Danke euch. Wahnsinn. So wirklich Leute starben natürlich, ne? So eine asozialen Wichser. Der schaut noch in die Kamera. Beobachtest du mich wieder? Ja und, willst du auch was? Mehr habe ich nicht, das ist meins. Alles da drüben gehört dir. Also fick dich! Fick dich! Der merkt also... Ich hab nichts außer meinem Wort und meinen Eiern, Nigger. Er hat gemerkt, dass wir ihn beobachtet haben. Dabei bin ich schon in der nächsten Kamera. Geil. So, okay, jetzt er und die Kamera, aber... Er soll sich umdrehen, genau, super. Okay. Jetzt fragt er sich natürlich, ne? Was passiert hier? Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Ah, okay. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Bad Bug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandma's Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Badhead. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren. Stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Hey? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Verdammter Hampel, man kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Alter, hey. Wiesel. Oh, fuck.
Sonst noch was? Boah, dieser scheiß Arschloch, aber der Quinn ist ja genauso scheiße. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fetzer, Bedbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Sehr guter Plan. Geil. Spüren Sie den Ursprung des Daemons IP-Adresse auf. Mit dem Profile-File oder so? Nee. Was ist eigentlich mit ihr? Lil Clara. Visum ist abgelaufen. Beruf Tattoo-Künstlerin. Das sieht man ja auch an. Und DedSec-Mitglied. Auf jeden Fall eine heiße Schnecke. So. Vor allem noch so eine junge und schon so Hackerin. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Okay, also diesen Fettsack halt eben. Passt so super, sein Name. Es sei denn, wir könnten ja eigentlich auch eine Schnellreise machen, ne? Wir haben jetzt alles freigeschaltet. Das ist ja echt praktisch. Ich werde im Privaten dann auch noch diese kleine CTOS-Türme alles freischalten, weil dann haben wir mehr Verstecke und dann müssen wir uns nicht immer... Oh, Alter, es regnet wieder volle Pulle. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit ihr reden. Na, die IP-Adresse. Ja, da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nicky. War das denn so schlimm? Aiden. Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ach, ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, im Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. Ja, den werden wir wohl machen müssen. Scheiße, ich liebe immer solche Gespräche. Macht das Spiel interessanter und lustiger. So, jetzt aber zu der Mission. Ich werde aber übrigens heute nicht so lange aufnehmen. Ich werde jetzt noch diese Mission starten. Und dann würde ich mal sagen, dann mal wieder eine Aufnahmepause. Heute habe ich nämlich nicht so lange vorgehabt. Das ist die neueste Meldung überhaupt, das haben wir überhaupt noch nicht gehört. Ach ja, manche Nachrichten wiederholen sich ständig. Und ich habe hier die höchste Geschwindigkeit, was mit dieser Karre geht, ey. Boah. Ziemlich geil. Und eine Mast auch noch mitgenommen. Naja. Egal.
Okay, dann starten wir also jetzt nochmal noch diese Mission. Die heißt kein Job für Tyrone. Hm. Alles klar.